Hallo ihr hübschen Menschen, herzlich willkommen hier bei Copy and Taste und heute widmen wir uns einem Thema, das sich viele von euch schon lange gewünscht haben, Meal Prep. Wir machen heute drei Gerichte, die bis auf die Schnibbelei nicht nur unverschämt lecker sind, sondern auch noch ultra schnell zu machen sind. Was dabei zu beachten ist, welche Tipps ich da für euch habe, das lamentieren wir gar nicht lange rum, ne, würde ich mal sagen. Erfahrt ihr alles heute hier in diesem Video, also wir gehen direkt rein in das Thema. Also würde ich mal sagen, rein in den gut präparierten Aal. Los geht's. Wir machen, wie gesagt, heute dreierlei Dinge. Wir machen ein richtig schönes, vollgestopft mit Makronährstoffen und hoffentlich ein paar Vitaminen, die wir so über den Garvorgang retten können. Ja, vollgestopftes asiatisches Rindfleischgericht. Dann machen wir Lachs, und zwar die einzige Variante, wie man Lachs zuzubereiten hat. Einmal wenden ist die Devise. Und wir machen Hühnchen mit der einzigen Art und Weise, wie man Hühnchen zuzubereiten hat. Ein bis eigentlich kein Mal wenden ist da die Devise. Zeige ich euch alles. Würde sagen, los geht's. Und wir fangen mit dem an, was ein bisschen am längsten dauert. Das Geschnibbel. Haben wir schon erledigt. Yeah. Das ist nämlich das, wo ihr beim Meal Prep wirklich, das ist so ein bisschen der Abfuck, das Geschnibbel. Aber wenn ihr viel Gemüse haben wollt, dann kommt ihr da nicht drum rum. Den Spargel, Freunde, zum Beispiel, ja, den könnt ihr, wenn ihr Bock habt, natürlich so im Ganzen, in einer Grillpfanne oder so auch machen. Ist mega geil. Ich allerdings will alles wirklich schnell machen. Das heißt, wir nehmen uns den Spargel, fächern uns den hier so ein bisschen auf. Schaut mal hier, so. Denn was wir machen, wir erhöhen quasi die Fläche und schneiden uns den so schön schräg an. Dadurch gart er nicht nur schneller, dadurch ist er auch besser schnell wegzuessen. Denn Meal Prep ist nicht nur eine Sache, die im Kochvorgang schnell gehen soll, sondern im hektischen Alltag auch vernünftig gegessen werden soll. Und für mich ist ein Meal Prep immer dann gut, wenn man es quasi komplett mit dem Löffel essen kann. Oh. Dann ist es für mich optimal, weil dann geht's auch mit Abstand halt einfach am schnellsten. Meal Prep ist für mich wirklich reine Zeitersparnis, reines Effektivitätsdenken. Deswegen mache ich mir mein Meal Prep-Zeug immer super gerne, so als geschnetzeltes generell oder halt einfach in mundgerechte Stücken. Bin ich ein Riesenfan von. So, jetzt haben wir wirklich alles geschnibbelt. Also als nächstes schnappen wir uns unser Rindfleisch. Hier ist wichtig, weil das ein kurzgebratenes Gericht wird. Und gerade beim Fleisch, ne? Meal Prep Tipp Nummer 1. Die Fleischsorten müsst ihr natürlich alle durchbraten. Klar. Bei dem Gemüse ist es allerdings so, dadurch, dass wir alles nochmal erwärmen, sei es in der Pfanne oder in der Mikrowelle oder wie auch immer ihr da Bock habt, Wasserbad, wird das ja eh nochmal erhitzt. Das heißt, das kriegt wirklich nur ganz kurz Feuer. Beim Fleisch, eben Rindfleisch, weil es durchgebraten wird, haben wir es folgendermaßen. Wir nehmen uns hier ein schönes Stück, schön mager, und schneiden das aber richtig dünn runter. Oh, nice. Richtig dünn runter. Mm. Ist ja in der asiatischen Küche sowieso oft gang und gäbe. Hauptsache, ihr geht nicht mit der Faserrichtung, sondern gegen die Faserrichtung. Dann wird es noch ein bisschen gefühlt zarter, fürs Mundgefühl halt, ne? Jetzt schnappt ihr euch für das Rindfleisch eine Schüssel. Hey, hier eine irgendwo stehen? Da. Dann tut ihr Folgendes. Das Rindfleisch kommt da rein. Als nächstes ein Schüsschen Wasser. Wirklich nicht viel. Dann schnappt ihr euch ungefähr einen Esslöffel Sojasauce. So, ich habe jetzt hier ein bisschen mehr Fleisch, also kann man ein bisschen mehr Sojasauce ran. Dieselbe Menge, also wieder ungefähr roundabout einen Esslöffel Sesamöl. Da rein gebt ihr jetzt ein Vollei. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Zack. Auch wirklich nur eins, mehr braucht's nicht. Und dann greift ihr euch ein wenig Stärke. So, davon auch ungefähr nicht mehr als 1,5 Esslöffel. So. Mehr wollen wir nicht. Das Einzige, was wir da jetzt noch reingeben für den Geschmack, ist ein wenig Knoblauch. So, nehmt ihr entweder frischen oder Knoblauchpulver, vollkommen egal. Das, was ihr hier jetzt habt, vermengt ihr dann einfach durch. So. Bis alles wirklich schön benetzt ist. Guckt ein bisschen, dass die Stärke nicht unbedingt rumklumpt. Und das dient jetzt als Marinade? Ja, nicht mal unbedingt das. Das hat am Ende so ein sehr typisch asiatisches, nicht nur Flavor, sondern du hast so eine geile Schicht um das Fleisch rum. Ja, nice. Das ist wirklich, du wirst es ja nachher kosten. Ja, ist ja einfach saumäßig lecker. Als nächstes, wir machen es uns super einfach. Wir machen Reis, aber wir machen nicht irgendwelchen Reis, sondern ihr besorgt euch so einen Kokosdrink. Davon schüttet ihr jetzt so ungefähr so einen halben Liter hier rein. Zit.
Den Rest füllt ihr mit Wasser auf. Rest heißt in dem Fall? So, dass ihr, weil es soll ja schnell gehen, ne? Meal Prep. Ich habe Reiskochbeutel fertig. Okay. Mache ich mir überhaupt keinen Stress. Ja, dann ist egal. Dann habt ihr hier das Kokos- und Wassergemisch oder Kokosdrink und Wassergemisch für euren Reis. Da geben wir jetzt ein ganz klein wenig Salz dazu. Wir wollen schon auch, dass das nach was schmeckt. So, maximal 2 Teelöffel. Und der Vorteil, warum ich so ein großer Fan von Reis bin: Reis quält. Reis wird viel, wenn er fertig ist. Das Schöne ist, mehr als das ist es aber am Ende nicht, weil der Rest da drin ist Wasser. So, wenn das hier heiß ist, schmeißen wir den Reis rein und gut ist. 2 Pfannen haben wir schon vorbereitet. In einer machen wir gleich das Gemüse. In der anderen Pfanne bereiten wir dann erst das eine Fleisch zu, dann das andere, etc., etc. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, um uns ein bisschen vorzubereiten, ist einmal Hühnchenschnibbelei, weil auch das wollen wir in kleine, mundgerechte Stücken haben. Das Einzige, was wir heute nicht klein hauen, ist der Lachs. Und den Lachs gerne mit Haut. Und wer jetzt denkt, Lachs, ja, Lachs ist doch so ein fetter Fisch, warum das denn? Weil das unglaublich gesund ist, schön Energie gibt und auf der Haut sowieso immer, weil wird nicht trocken. Oder, na gut, muss man sich schon Mühe geben, das zu verkacken. Ich bin großer Fan übrigens von Kokosöl. Könnt ihr aber auch nehmen, was ihr wollt. Nehmt ihr Rapsöl oder so, ist total egal. Kokosöl hat natürlich den Nachteil, dass es ein bisschen mehr gesättigte Fettsäuren hat. Aber ist A, geschmacklich mega und B, hat das diesen einen Stoff drin, irgendwie dieses MCT-Gedöns, keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall ist es gesund. So, ein bisschen Öl in die Pfannen. Was wir beim Hühnchen jetzt aber machen, Freunde, ist Folgendes. Wir verteilen das so in der Pfanne, dass das einmal quasi von jeder Seite was abbekommt an Hitze und bewegen das dann nicht mehr. Denn wir wollen es nicht totbraten, wir wollen es aber richtig schön mit Röstaromen haben gerne. Das heißt, wir warten quasi, bis es durchgegart ist, von einer Seite. So. Und weil das so dünn geschnitten ist, geht das halt auch. Völlig problemlos. Wie das gleich nach Kokos riecht, Alter. Ja. Geil. Lasst es nicht verbrennen. Die Pfanne hier nicht volle Pulle. Sonst habt ihr das Problem, dass euch euer Hühnchen womöglich verbrennt auf einer Seite. Und dann klappt das nicht, wie beschrieben, mit dem einfach ignorieren und nicht mehr anfassen. Generell, Meal Prep soll einfach sein, soll schnell gehen, deshalb, wenn man die anderen Sachen macht, muss das erlauben, dass man es quasi komplett ignoriert für den Rest der Zeit. Und beim Gemüse ist tatsächlich eine Sache entscheidend. Wir wollen, dass das beim Wiedererwärmen immer noch lecker ist. Das heißt, die Sachen kriegen alle nur kurz Hitze. Wir kochen nichts weich in den Pfannen. Deshalb dünsten wir den Brokkoli auch nicht oder irgendwas. Weil frischer Brokkoli sonst wahnsinnig schnell weich wird und dann matschig. Und das ist echt ungeil. Wer jetzt denkt, was ist mit Würzen? Wenn wir es von der Hitze runternehmen, geben wir einen Schuss salzreduzierte Sojasauce dazu, schwenken das nochmal und stellen es beiseite. Fertig. Kurz, effektiv, lecker. Brokkoli macht kein Krebsi, Freunde. Nee, im Gegenteil. Brokkoli ist gut gegen freie Radikale im menschlichen Körper. Brokkoli schützt vor Krebsi. Wenn wir jetzt hier mal was drehen, ne, ihr seht, so oh ja, wollen wir das. Hallo. So wollen wir das haben. So, schön, genau schön. So soll das aussehen. So. So. Guck mal, so muss das aussehen, Freunde. Dann ist es gut. Genau. Durch und knusprig und lecker. So ist es. Jetzt nehmen wir die Pfanne runter, nutzen nur die Resthitze, gießen mit einem Schuss Sojasauce ab. Schwenken nochmal durch. Haben ein fantastisches, leicht salzig, würziges Hühnchen. Fertig. Mehr will der gemeal-preppte Sportler nicht. Ihr könnt das handhaben, wie ihr möchtet. Ich bin da eiskalt, könnte man sagen. Ich benutze die einfach weiter, spüle sie auch nicht zwischendurch aus oder irgendwas. Ist mir alles egal. So, der Brokkoli. Wunderbar. Den nehmen wir schon einmal runter. Rein hier. Wenn ihr euren Brokkoli lieber leicht weich mögt, lasst ihn länger drin. Überhaupt kein Problem. Ich mag ihn sehr knusprig. Als nächstes, die Pilze, die Paprika, das, was am längsten dauert halt. Als nächstes folgt der Lachs, Freunde. Bei Lachs gilt tatsächlich von einer, beziehungsweise mit einmal wenden,
darf der fertig sein. So, was wir machen ist, wir salzen ein bisschen die Seite, wo die Haut nicht ist. So, legen die in der Pfanne aus. Und die Seite machen wir uns dann erstmal richtig crispy. Richtig schön crispy. So. Und die letzte. Mal gucken, dass man ein bisschen Öl unterm Lachs hat, damit er nicht Gefahr läuft anzuhacken. Und hier haben wir die Pfanne jetzt auf hoher Hitze, damit wir das, wie gesagt, richtig knusprig kriegen. Jetzt gilt unsere Aufmerksamkeit dem Lachsi, denn Lachsi soll Freudi machen. Wer sich übrigens gerade das Video auf YouTube anguckt und sich fragt, wie zur Hölle redet der? Du verpasst unsere Streams. Ja, das ist ein guter, auf einem guten Weg. Zeig mal einmal bitte. Oh ja, doch, ja, ja. Da geht noch einiges. So. An das Gemüse kommt tatsächlich nur ein Schüsschen Sesamöl und ein Schuss von der salzreduzierten Sojasauce. Dann ist das auch bene. 20 Minuten später. So Leute, jetzt haben wir hier so eine richtige Knusperschicht. Jetzt geben wir dem Lachs auch nur noch die Hälfte der Power. Das heißt, wir reduzieren die Temperatur. Schaut mal, so soll ein Lachsfilet von oben aussehen. So, perfekt. Zack. Na, der hätte sogar noch ein bisschen gekonnt, gebe ich zu. Aber ist schon in Ordnung. Zack, Kochbeutel rein. Wer sich jetzt denkt, Kochbeutel. Dann nehmt normalen losen Reis. Auch vollkommen in Ordnung. Für mich ist das hier wirklich der schnellste Weg. Und wie gesagt, realistisch ist auch, dass wir hier alles in ungefähr einer Stunde abgefrühstückt haben. Inklusive Moderation. Bisschen länger, aber prinzipiell eine Stunde und ihr habt eine komplette Woche. 4, 5 Tage. Mir nix, dir nix gemacht. Wenn die Pilze hier so eine Farbe gekriegt haben, dann wisst ihr perfekt, das kann runter von der Pfanne oder raus aus der Pfanne. So. Jetzt kommen noch die Sachen, die am schnellsten gehen bei dem ganzen Obst- und Gemüse-Kladderadatsch. Der kleingeschnittene grüne Spargel. Und der dünstet quasi gleich so ein bisschen mit in der Flüssigkeit der Tomaten, die wir mit reingeben. Und dann ist das auch schon erledigt. Den Lachs, wenn ihr den Vorgang ein bisschen beschleunigen wollt einfach, generell, euch nicht so sicher seid, na, verbrennt mir das nicht doch auf der Hautseite? A, tut's nicht, wenn ihr wirklich bei eurem Herd nur mittlere Stufe geht. Aber wenn es schneller gehen soll, packt einen Deckel drauf, so einen Spritzschutzdeckel oder eine zweite Pfanne oder irgendwas. Geht noch schneller. Nehmen wir raus. Geben es in unsere große Schüssel, die wir hier haben. So. Zack. Und dann folgt nichts anderes als, wie angekündigt, gut 1,5 Teelöffelchen von dem Sesamöl. Selbe Menge Sojasauce. Durchmischen. Wer sich jetzt denkt, hallo Ballo, das ist aber viel. Macht nichts, das hat so gut wie keine Kalorien. Aber ist gesund. Dadurch, dass wir es nicht durch und tot gebraten haben, besteht immer noch die Hoffnung, dass wir ein paar der Mikronährstoffe, also Vitamine etc., mit gerettet haben. Wenn ihr merkt, dass hier das Eiweiß stockt, wenn das hier so aus dem Lachs austritt, ja, dann seid ihr auf einem guten Weg, dass er gleichmäßig durchgegart ist. Müsst ihr allerdings immer noch an den Kern denken. Der braucht immer ein Müh länger. Da sieht man es ganz gut gerade an der Seite. Ja. 20 Minuten später. Raus mit dem Lachs. Nicht zu verwechseln mit ab mit dem Kopf. So. Tada. Einfach abdecken, bis ihr es wegpackt. Hat den Vorteil, solltet ihr nicht ganz den Garpunkt getroffen haben, danach auf jeden Fall. Kerkokosreis, lecker Kokosreis. Und wie gesagt, macht das mit so einem Kokosdrink. Macht das nicht mit so einer Kokosmilch. Ihr spart euch rechnerisch eine Menge Kalorien und vor allen Dingen eine Menge Zucker. Das Fleisch, was wir uns hier zurechtgestellt haben vorhin, das dünn geschnittene Rindfleisch in dieser Ei-Sojasauce-Wasserstärke-Panade. 3/4 Power ungefähr. Wir haben 10 Stufen. Ich gehe mal so auf Stufe 8. Warten, bis die Pfanne heiß ist. So, zack. Und auch hier. Damit es richtig geil wird, das alles so ein bisschen auseinanderfasern. Hier drin auslegen in der Pfanne quasi. Es riecht fantastisch. Der Knoblauch, das Sesamöl,
Und dann wirklich auch der Stärke und dem Ei Zeit geben zu backen. Das ist jetzt so ein bisschen das Geheimnis an der ganzen Geschichte. Nur das macht's richtig geil. Ja, ein bisschen die Pfanne nur bewegen, damit es nicht anhackt. Oder um zu checken, ob es Gefahr läuft anzuhacken. Und dann schaut man mal so drunter. Und schaut man mal hier, schaut mal. So wollen wir das. Ja. So darf das dann ganz aussehen. Es wird knusper, knusper, Knäuschen. Ja, schaut mal, wenn das so hier aussieht quasi, ne, überall, dann haben wir's. Geil. Haben wir das auch. Jetzt können wir im Prinzip alles einmal, wir könnten im Prinzip alles einmal anrichten. Einmal verkosten. Geil. So, jetzt wird einmal angerichtet und einfach damit wir mal das unter quasi realistischen Bedingungen tun, werden wir es auch jetzt gleich. Gerade Olli wird jetzt gleich richtig krampfen. Achso, wir wollten. Ach nee, ich mache einen Teller fertig, für Paul. Wir werden es einmal in die Mikrowelle schmeißen, tatsächlich. Ja, realistische Bedingungen sind hier. Testgrundlage, könnte man sagen. So, wir haben hier die Hühnchenvariante. Wir haben hier die Rindfleischvariante. Und wir haben hier die außerordentlich leckere Lachsvariante. Und da kommen wir jetzt in die Mikro, Freunde. Und das jetzt nur, um für realistische Bedingungen zu sorgen. Einmal in die Micke. Wir müssen natürlich berechnen, dass das nicht aus dem Kühlschrank kommt. Das heißt, es braucht nicht lange. Ja. Klar. Aber der längere Garvorgang jetzt in der Mikrowelle, wenn ihr es aus dem Kühlschrank holt, wäre überhaupt nicht problematisch. Das haben wir gerade beim Gemüse mit eingerechnet und so weiter und so fort. Überhaupt nicht problematisch. So, Freunde, es ist Zeit. Verkostung. Olli, kommen Sie, kommen Sie. Ja, ja, ja. Kommen Sie, kommen Sie. I'm on my way. Das sieht alles fantastisch aus. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Hallo. Ha. Ich hab gehört, hier gibt's Essen. Ja. Cool. Hallo. Schau mal an. So. Ja, greif zu. Also, was ich wirklich empfehle, ist, kostet einfach mal das Fleisch, weil das ist wirklich einfach der Shit. Diese Panade da drumrum. Hallo, Paul. Hi, ne? Lecker. Wow. Das ist übertrieben nice. Die Sojasauce in der Knoblauch kommt noch richtig gut raus. Super zart. Und das, obwohl es komplett durchbrätst. Und es in der Mikrowelle war. Mega. Die Röstaromen, die sind's. Ja. Ich probiere mal ein bisschen Reis. Schmarrn. Aber in Kokoswasser habe ich den noch nicht gemacht. Das ist nur eine Nuance. Aber geil. Wenn man den in den Mund steckt, diesen Kokosreis, ist das erste wirklich dieser Kokosgeschmack. Geil. Mhm. So, und jetzt noch ein bisschen Gemüse. Ein bisschen Broccoli mal probieren. Das Fleisch ist echt richtig gut. Ja, Mann. Schön knackig. Ja. Mega. Wie gesagt, mögen Leute nicht. Verstehe ich auch. Ich ja. Ich liebe Bloß, es. Bloß, umso weniger du ihn matschig garst, umso mehr Mikronährstoffe bleiben dir enthalten. Oh ja, geil, Pilz. Oh, der Spargel ist on point. Ja. Der ist perfekt. Oh, wie saftig der ist. Ich muss trinken beim Essen. Wirklich beim Spargel gerade. Das ist ein sehr guter Satz. Ich muss trinken beim Essen, weil das so saftig ist, finde ich eigentlich das größte Lob, was man überhaupt aussprechen kann. Aber auch stimmt. Toll in Kombination, sehr, sehr lecker. Also Rindfleischvariante, 10 von 10, Alter. Ja. So, das Hähnchen. Hähnchen, bisschen drüber. Oh. Da macht es die Mikrowelle einfach nochmal ein Stück trocken. Aber geschmacklich auch mega. Ist aber noch gut, also ist noch nicht drüber. Okay, ist noch nicht tot, aber da ist wirklich das mit der Mikrowelle ist so fein nuanciert. Ich finde auch da kommt der Kokos ganz leicht am Anfang rein und das finde ich so geil. Der Lachs hier ist ja einfach 10 von 10, also den ziehst du hier wirklich nur auseinander. Der sieht toll aus. Muss es wirklich. Der sieht richtig toll aus, wow. Warte mal, das versuche ich gerade mal auf die Kamera zu kriegen hier. So sieht das aus und dann kannst du mal reingehen mit der Gabel. Der fasert halt wirklich nur auseinander. Also das ist guck mal. Boah. So muss Lachs sein, Freunde. Ja. Boah. Richtig saftig. Den probiere ich jetzt auch mal. Echt lecker. Das probiere ich jetzt auch mal. Das ist halt alles. Salzarm, kein Zucker dran. Aber nicht ungewürzt, ne? Nee, nicht ungewürzt. Das ist es halt. Das schmeckt super lecker. Ja, und dann gib ihm. Das ist echt alles das lecker. Und das alles in ungefähr 50, 55 Minuten. Lecker. Soll noch mal einer sagen, Meal Prep habe ich keine Zeit für. Oh, der Lachsmann. Eine Stunde am Sonntag. Ihr habt Essen bis Freitag. Ein Gedicht. Sweet. Muss ich mir überlegen, ja. Eine Stunde für jeden Tag. Oh, ein Teller, zwei Teller, drei Teller, vier Teller, fünf. Sechs. Naja, du musst schon rechnen, dass hier pro Teller 6 Euro stehen.
Wenn ich so meinen Gesamteinkauf, den wir ja fast komplett verbraten haben, wir haben halt ultra viel von den so Soßen und Gewürzen und so, haben wir ja nicht vollends benutzt, das hält sich ja ewig. Aber da will ich dir eins sagen. Aber ich sag mal, 5,50 Euro pro Teller sind es schon. Und das mit Bio-Zutaten, richtig guten Zutaten. Wenn ich beim Prep My Meal bestelle, zahle ich deutlich mehr, zum Beispiel. Ja. Klar, die machen es aber auch für mich, da muss die Arbeitsleistung, ist ja logisch. Natürlich. Aber ich finde, das ist kein teurer Preis für ein Essen. 5, 6 Euro für eine Mahlzeit. Ich bin ehrlich, du kriegst es natürlich günstiger hin. Holst du nicht den Brokkoli, holst du nicht den Bio-Brokkoli, holst du mal konventionellen, holst du mal nicht die Bio-Paprika, holst du konventionelle. Drück den Preis dermaßen, du kriegst das, was hier steht, für pro Teller kriegst du 3,80 Euro, 4,20 Euro kriegst du hin. Aber nährstofftechnisch, glaube ich, geht's kaum besser. Nee. Also wirklich, musst du sagen, alles dabei. Nährstoffbilanz, was hier, was du an schädlichen Sachen nicht konsumierst und was du an guten Sachen dir hier zuführst pro Teller, ist insane. Und du liegst bei pro Teller, liegst du ungefähr, das ist jetzt kein Spaß, man kriegt so ein Gefühl, man kriegt ein Gespür wirklich dafür, wenn man das lange macht. Am Anfang viel abgewogen und so. Ich würde sagen, hier 700 Kalorien, 600 Kalorien, gute 800 durch den Lachs. Der Lachs, ja. Ich kann mich gar nicht entscheiden, Alter. Ich finde alle drei mega lecker. Das Hähnchen mit dieser leichten Kokosnote, super lecker. Der Lachs, butterzart, richtig saftig. Das hier hat aber auch richtig geil, so, das hat so richtig was. So, da kriegst du ein bisschen Grillcharakter rein. Bei dem Rind von Stück zu Stück wird es noch besser. Ja, Mann. Das ist richtig absurd. Ja, Mann. Es steigert sich. Mach, wenn ich so Rinder geschnetzeltes ganz schnell mache, in so eine Gemüsereispfanne oder sonst was. Ich mache wirklich so. Du sagtest vorhin sogar noch zu mir, jeder, der Rindfleisch anders macht, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Geschnetzelt ist halt gesagt. Ja, wir haben jetzt eine Menge hier vorgeschwärmt, wie lecker es ist. Deshalb sage ich an der Stelle mal, beschäftigt euch ein bisschen mit dem Thema, nehmt das hier so vielleicht ein bisschen als Idee, so als Findung, wie man es machen kann, wenn man sich für Meal Prep interessiert, wenn man sagt, ja doch, die eine Stunde habe ich. Das gönne ich mir. Mega, oder? Also Freunde, es gilt wie immer das Motto, macht's nicht gut, macht's besser. Vor allem macht's nach, haltet die Ohren steif, High Five, wir sehen uns beim nächsten Mal, bleibt gesund. Und jetzt hier, komm! Gesunde Ernährung, gib ihm. Trink noch ein bisschen Spargel.